Hallöchen, Hallöchen, Hallöchen. Willkommen zurück zu Brothers, A Tale of Two Sons. Wir sind in einer Stadt, in der ein unsichtbarer Riese umherstreift, vor dem wir uns immer wieder verstecken müssen. Hinter Eisskulpturen, hinter eingefrorenen Menschen. Wo ist unsere Hilfe hin? Unsere Frau, die uns hilft. Hier. In das Haus. Oh, der Riese, Achtung! Oh nein! Oh nein, er hat uns entdeckt! Wow! Du Scheiße! Schnell, lauft, lauft! Brücke hält sein Gewicht nicht stand. Haben wir ein Glück. Haben wir ein Glück. Puh. Oh. Wie süß. Halten die Hände und der Kleine ist ein bisschen traurig, weil er hinterher eiern muss. Oh. Sie hilft uns immer noch. Oh, ein Polarlicht. Wie schön. Aber wächst hier ein Baum, der unserem Vater helfen kann? Sie ist ganz schön stark, muss man ihr lassen. Der Kleine möchte nicht in die Höhle. Ahnt er vielleicht was? Ich dachte gerade, sie rollt den Stein wieder davor. Da hatte ich ein bisschen Angst. Wo werden wir landen? Nach diesem Tunnel. Da oben sind wieder. Oh, was war das? Eine Spinne? Nein. Wo sind wir hier? Können wir hier hoch? Nein. Es sieht nach einer Spinne aus. Hier sind überall Spinnenweben. Hä? Was ist denn mit ihr los? Oh nein, sie ist die Spinne. Sie ist die Spinne. Wir haben ihr vertraut. Sie hat uns doch geholfen. Wir haben sie gerettet. Oh nein. Sie hat uns betrogen. Belogen und betrogen. Und jetzt will sie uns zu Mittag essen. Wach auf, wach auf. Guck, das ist deiner Freundin geworden. Wir können schwingen. Weiß nicht genau warum, aber wir tun es einfach mal. Ah, ach, darum. Wow. Was kann ich tun? Was soll ich denn tun? Die tritt mich ja immer weg. Ah. Wohin, wohin, wohin? Da. Da ist ein Ausgang. Nein. Wir kommen nicht raus. Wir sind gefangen. Können wir es mit der Spinne machen? Können wir irgendwas tun? Gerade? Ah! Nicht schon wieder.
Was können wir hier vielleicht irgendwas ausreißen oder so? Sonst hat sie ein Bein weniger. Vielleicht müssen wir hier alle Beine ausreißen. Na komm runter. Komm runter, du Spinne. Haha. Ja, streck nur ein Bein aus. Ich weiß schon, was ich damit tue. So, jetzt hast du nur noch 4 Beine. Mal gucken, wie es dir gleich mit 3 Beinen geht. So, komm, streck ein Bein aus. Und gib es mir. Komm, komm schon, komm schon. Na, wie sieht's aus? 3 Beine? Na? Greift sie uns noch an? Sie stößt uns nur noch weg. Können wir sie umschmeißen? Nein. Können wir irgendwas tun mit ihr? Nein. Aber was jetzt? Jetzt haben wir die Beine. Können wir vielleicht so ein Bein aufnehmen? Nein, können wir nicht. Was können wir machen? Sie eiert nur noch rum auf dem Boden. Ah, wir können sie wieder umschmeißen. Und auch das drittletzte Bein auswerfen, ausreißen. Und das vorletzte auch noch. So. Jetzt hast du nur noch ein Bein, du blöde Spinne. Und jetzt ziehen wir auch das letzte Bein. So. Oh nein! Oh nein, sie hat uns erwischt. Mit ihrem Giftstachel. Oh nein. Vater wacht auf. Geht's ihm wieder besser? Oder spürt er, dass seine Kinder in Gefahr sind? Er darf nicht aufstehen, er muss sich wieder hinlegen, sagt der Doktor. Aber er will irgendwo hin, er will was tun, er will seinen Kindern helfen. Seinen 2 Söhnen gefangen in der Spinnenhöhle. Er spürt es. Mit den Instinkten eines Vaters. Oh nein, jetzt ist der große Bruder vergiftet, verletzt. Werden wir je den Weg zurückschaffen? Das ist die große Frage. Und das war es wohl auch mit dem Klettern und anderen sportlichen Dingen. Und ich sehe immer noch keinen Baum oder... Oh nein! Ah! Oh nein! Oh nein! Es macht zwar Spaß, aber oh nein, ich sehe gar nichts. Da ist er! Der Baum! Das muss der geheimnisvolle Baum sein, der unserem Vater helfen kann. Komm, halt durch. Vielleicht hilft er auch dir. Vielleicht heilt er auch dich. Wir sind da. Wir sind angekommen. Ist begehbar. Ein begehbarer Baum. Begeh- und bekletterbar, wie es scheint. Ihm geht es nicht gut. Oh nein. Er will, dass wir ihn zurücklassen und die Hilfe für den Vater holen. Bleib hier, wir kommen zurück. Wir lassen dich nicht allein. Wir holen auch Hilfe für dich. Das verspreche ich dir, großer Bruder. Thank you.
Ist keine leichte Reise hoch auf den Baum. Und was werden wir da finden? Wohnt hier jemand? Lebt jemand in diesem Baum? Der uns Hilfe für unseren Vater geben kann. Oder brauchen wir eine Frucht von dem Baum? Ich weiß es nicht. Hier kommen wir nicht weiter. Doch hier. Ein Vogelnest. Und immer weiter hinauf, hinauf. Da scheint ein magischer Brunnen im Baum zu sein. Ist es ein Lebenselixier, was vielleicht auch unserem großen Bruder helfen kann? Füllen wir es in eine Flasche. Hoffentlich hat niemand etwas dagegen. Die Kamera schwenkt so raus. Aber scheinbar nicht. Können wir hier vielleicht einen schnelleren Ausgang nehmen? Yippie! Eine Rutsche! Uah. Aber macht doch irgendwie Spaß. Wie geht es unserem Bruder? Oh nein, er ist zusammengesunken. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Ist er tot? Das Wasser hilft nicht. Er wurde vergiftet. Oh nein. Großen Bruder verloren. Wir sind noch nicht auf dem Rückweg. Wir bleiben bei ihm. Wir halten Totenwache. Wir können nicht einfach gehen. Aber unser Vater braucht unsere Hilfe. Hä? Einbildung? Ist es ein Gehirngespinst? Ich glaube, er liegt noch weiterhin auf dem Boden. Ja, es war nur eine Einbildung. Eine letzte Umarmung für den großen Bruder. Graben. Mit unseren eigenen bloßen Händen haben wir ein Grab ausgehoben für unseren großen Bruder. Das hat er auch verdient. Oh, er geht nur noch ganz langsam. Mit gesenktem Kopf. Erweisen wir ihm die letzte Ehre.
Lassen wir ihn nicht hier an der Oberfläche, an der Erdoberfläche, den Vögeln und anderen Aasfressern zum Fressen hier liegen. Begraben wir ihn anständig, wie es sich gehört. Der Kleine hatte recht mit seiner Eingebung bei der Spinne. Er hat schon vorher gedacht, nein, gehen wir nicht in diese Höhle. Muss ich noch zubuddeln hier? Vielleicht? Nein, scheinbar nicht. Doch. Mach's gut, großer Bruder. Ich habe dich geliebt. Der Vogel, den wir gerettet haben. Oder einer seiner Familie. Oh, ein neuer Freund. Der fliegt uns den ganzen Weg zurück, bis nach Hause, bis zu Vater. Unser Bruder ist gestorben und unser Vater lebt noch, aber er braucht unsere Hilfe. Das dürfen wir nicht aus den Augen verlieren. Zu Hause. Vielen Dank, lieber Vogel, dass du mir erneut geholfen hast. Ich bin dir ewig dankbar. Jetzt müssen wir Vater. Diese Medizin geben. Und diese Folge wird länger, weil ich spüre, dass das Ende nahe ist. Und ich möchte nicht in so einem Augenblick unterbrechen. Ich hoffe, das ist einigermaßen in eurem Sinne.
sind schon fast zu Hause. Warum hätte er uns nicht noch da hochfliegen können, der Vogel? Schade. Oh, 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 Wasser. Was nun? Wir haben Angst vor Wasser, wir können nicht schwimmen. Wer kommt da, unsere Mutter? Mutter, bist du's? Keine letzte Umarmung von Mutter. Das ist uns nicht vergönnt. Todesmutig geht er ins Wasser. Nein, er schüttelt den Kopf. Komm schon. Komm schon, schwimm. Du kannst es. Du musst es. Oder in etwa nicht. Da können wir woanders lang. Nein. Ich fürchte, du hast keine Wahl, Kleiner. Komm schon. Es geht um deinen Vater. Auch hier ist es ihm schon zu tief. Er traut sich nicht. Der Controller vibriert bei jedem Donner, aber er traut sich nicht. Er traut sich nicht zu schwimmen. Haben wir eine andere Möglichkeit? Können wir irgendwie anders? Ich fürchte nicht. Ich fürchte, wir haben keine Wahl und ich fürchte, die Folge wird leider doch etwas zu lang. Falls das Ende jetzt relativ kurz ist, falls es nicht mehr so lang geht, haue ich die Folge noch am gleichen Tag raus. Sonst kommt sie morgen wie gehabt. Ich danke euch fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet viel Freude, Freunde, auch wenn es doch sehr traurig war, was in dieser Folge alles passiert ist. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüsschen.